Ja, wir sind jetzt auf dem Bau, auf einem Bauernhof, und zwar vom Edi Tropper. Er macht Weinbau und ich begrüße den Edi sehr herzlich in unserer Sendung der Natur auf der Spur im steirischen Vulkanland. Edi, wie bist du überhaupt zum Weinbau gekommen? Hat es das immer schon gegeben auf dem Hof? Oder? Erstens freut es mich mal, dass ihr gekommen seid. Weinbau ist im Prinzip immer so nebenbei gelaufen. Das heißt, es war, jeder Bauer hat einen Weingarten gehabt und der ist bewirtschaftet worden. Mittlerweile ist der Strukturwandel sehr weit fortgeschritten, dass die Weingärten alle wieder abgegeben werden und sich manche auf die spezialisieren. Das war auch unsere Möglichkeit, uns auch zu erweitern, da im Prinzip andere die Weingärten abgegeben haben. Wir waren früher im Prinzip ein ganz, ganz normaler, gemischter Betrieb. Die Weingärten sind jetzt da in der Umgebung? Genau, die Weingärten sind hauptsächlich in Marktl und in Wasen. Früher mal war der ganze Ried darüber über 40 Bauern aufgeteilt. Momentan sind wir vier Weinbauern, die das bewirtschaften. Du machst hier spezielle Weine, du machst immer wieder Preise mit deinen Weinen. Jetzt hast du, glaube ich, erst gemacht, wo es also um den Trüffel geht. Kannst du da genau, was sagen? Das ist der Wein, der am besten zum Trüffel passt. Da geht es im Prinzip auch um das, dass Burgunder sehr kalkhaltigen Boden brauchen und auch der Trüffel sehr kalkhaltigen Boden braucht. Und diese Kombination dann ergibt dann perfekte Speisen und auch Speisensbegleiter als Wein. Bei uns ist es sogar so, dass neben den Weingarten eigentlich gleich angrenzend eine Trüffelanlage ist und der Trüffel und der Wein nebeneinander wachsen. In Marktl ist das, auf der Anlage in Marktl. Ja, genau. Du hast eine besondere Form der Bodenaufbesserung, der Bodenverbesserung entwickelt. Was ist das? Ist das was Neues? Es ist nichts Neues, überhaupt nicht. Das ist schon vor 2.000, 3.000 Jahren entwickelt worden, und zwar von Urwaldvölkern, der einfach Terra Preta. Da haben die das Problem gehabt, dass die Nährstoffe immer vom Regen ausgewaschen worden sind und haben dann einfach Holzkohle hergenommen. Das heißt, die haben das Feuer, so wie wir, nicht abbrennen lassen, sondern haben das gelöscht nach dem Kochen, haben das dann angereichert mit Nährstoffen. Das heißt, die Kohle absorbiert alles. Das heißt, der Kohle muss vorher beladen oder aufgeladen werden. Und das haben sie im Prinzip mit Speisereste, menschliche und tierische Fäkalien, haben das einen Tonkrüge gegeben, und in den Tonkrügen ist das dann fermentiert. Und dieses Fermentierte ist dann Terra Preta. Da kommen dann noch Gesteinsmehle dazu und dann wird das auf die Felder ausgebracht. Terra Preta übersetzt heißt schwarze Erde. Schwarze Erde auf Portugiesisch, ja. Ah, Portugiesisches. Ja, wir haben da Kohle jetzt da. Jetzt so einfach kommst du ja nicht so viel Kohle, weil du brauchst ja größere Mengen wahrscheinlich. Wo beziehst du die Kohle her? Wir haben Glück, dass in Bad Gleichenberg eine Pyrolyseanlage steht. Das heißt, dort wird im Prinzip das Holz entgast. Mit dem Gas wird der Motor betrieben und Strom erzeugt. Und mit der Abwärme wird die Therme beheizt. Und das, was dann rauskommt, ist im Prinzip die Vulkanlandkohle. Das ist eine zertifizierte Vulkanlandkohle für jeden Betrieb, im Prinzip auch für Biobetriebe geeignet. Ja. Das heißt, das ist jetzt das Ausgangsprodukt, genau, von Terra Preta, diese Kohle, Holzkohle. Das ist im Prinzip das Hauptmechanismus in dieser Erde, ist im Prinzip diese Kohle. Ja. Weil sie absorbiert, sie zieht alles an und gibt es ganz langsam wieder ab. Wenn man in einem kleinen Haushalt das nachmachen möchte, da braucht man Kohle dazu. Kohle könnte man theoretisch auch selber machen. Kohle, oder? Kann man selber machen mit einem kleinen Kondiki. Das heißt, diese Feuerschalen, was es heute auch gibt, einfach nicht abbrennen lassen, sondern die Glut ablöschen, und automatisch hat man selber Holzkohle, ein bisschen zerkleinern, zum Kompost dazu, und man hat einen super Boden verbessert. Das heißt, die Kohle kann man mal. Haben wir da mal jetzt da. Was kommt jetzt alles dazu? Als nächstes kommt, glaube ich, Urgesteinsmehl dazu. Ja, genau. Hast du sowas im Haus? Ja. Im Hof? Schauen wir gleich rüber. Gut, dann schauen wir rüber. Gut, da haben wir jetzt dieses Urgesteinsmehl. Wo kriegt man so Urgesteinsmehl her? Wir holen es im Prinzip im nahegelegenen Steinbruch in Bad Gleichenberg. Aber man kann das genauso irgendwo kaufen, weil es Urgesteinsmehl gibt. Im Lagerhaus oder wo kriege ich genau, das? Genau, da kriegst du es zum Kaufen. Und da gibt man jetzt eine gewisse Menge dazu? Genau, ungefähr 10% von der Gesamtmenge wird dann Gesteinsmehl dazugegeben. Da geht es sehr viel darum, dass im Prinzip das Gesteinsmehl sehr viele Mikronährstoffe enthält und diese Mikronährstoffe von der Kohle auch absorbiert werden und die dann nicht mehr aus dem Boden rausgeholt werden und einfach angereichert ist, die Kohle mit Mikronährstoffen. Also diese zwei Schritte, zuerst die Kohle, dann das Urgesteinsmehl dazu und dann? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal kann man es im Prinzip mit Mist aufladen.
Das heißt, man nimmt irgendeinen tierischen Mist und Kuhmist oder Pferdemist oder auch Hühnermist. Oder die zweite Variante wäre im Prinzip mit fertigem Kompost. Also man kann das im Prinzip auch zu einem rohen Kompost dazugeben oder einem fertigen Kompost einfach länger fermentieren lassen dann. Und dann hat man eine selbst erzeugte Terrabretter. Okay, dann machen wir das jetzt. Ja, Edi, Kompost fällt ja in jedem Haushalt an, den man dann zur weiteren Verarbeitung braucht. Wir fahren da jetzt her zu deinem Komposthaufen. Wenn wir vielleicht nicht zu weit vorfahren, dass man das ein bisschen zeigen kann. Edi, wir sind jetzt da bei deiner Kompostierstelle. Du hast den Kompost schon gerichtet. Wir zeigen jetzt, da, wie man dann weiter vorgeht. Das heißt, wir haben jetzt einmal die Kohle, wir haben das Urgesteinsmehl dazu getan und jetzt mischen wir mehr oder weniger den Kompost dazu. Genau, mal einmal die Kohle und das Urgesteinsmehl, dass das einmal schön vermischt ist. Geben dann am meisten Kompost, der muss gar nicht ganz reif sein, das kann ruhig ein Kompost sein, der noch nicht fertig ist, weil durch den das dass die Kohle alles absorbiert. Das ist sogar besser, wenn man das im früheren Stadium im Kompost dazu gibt, dass die Nährstoffe vom Kompost nicht verloren gehen, sondern in dieser Terrabretter dann auch drinnen bleiben. Und das muss ja überhaupt nicht feucht sein oder was, sondern das kann ruhig in der Konsistenz. Es soll ein bisschen Erdfeuchte haben, aber nicht zu feucht. Ja. Also das ist kein Problem. Das geht nur darum, dass man das auch öfter wendet. Das geht auch darum, dass die Kohle im Prinzip von links und rechts, hinten und vorn alles absorbieren kann. Das heißt auch in weiterer Folge dann immer wieder wendet, dass man jeden Tag einmal zugeht und dann das wieder. Jedes Monat ungefähr einmal wieder ein bisschen wendet, ist aber nicht unbedingt zuträglich. Ja. Man kann es im Prinzip auch vorher schon, wenn man beispielsweise einen frischen Rosenschnitt hat, sofort ein bisschen Kohle draufgeben, dann wird es nicht verfaulen anfangen, sondern es geht gleich einmal in die Verrottungsphase. Das heißt, man hat im Prinzip diese ganzen Fäulnisprozesse im Prinzip nicht mehr im Kompost oder was auch sehr oft bei den kleinen Komposthaufen passiert. Ja, ja. Die Menge ist egal, also man könnte mit dem jetzt auch schon arbeiten. Tja, aber wir machen bleiben. Vielleicht ein bisschen mehr, sodass man sagen kann, naja gut, ich dünge einen Baum jetzt damit zum Beispiel oder ich bringe sie in mein Hoch. Ja, man kann es auch vorher ins Frankloch bringen oder man macht es breitflächig ausgebracht, zieht das ganz langsam dann in die Erde ein, man glaubt es gar nicht, dass im Prinzip zuerst beim Anfang das auf der Oberfläche vom Boden liegt und irgendwann nach 2-3 Jahren auf einmal verschwindet es in den Boden herein, die ganzen Bodenlebewesen, ob das der Regenwurm ist, ob das die Mäuse sind oder Kleinstlebewesen sind, verzahren diese Kohle in den Boden rein und machen den Boden einfach fruchtbarer. Das heißt, es ist Nährstoff in dieser Kohle besteichert, sie kann auch Wasser speichern, auch Luft speichern, es hat sehr viel Oberfläche und macht einfach eine Bodenverbesserung. Du machst einfach mit dieser Maßnahme einfach einen fruchtbareren Boden. Du hast mir erzählt, dass du bei einer Weingartenführung hast mir das erzählt, dass du Löcher gegraben hast und diese schwarze Erde eingebracht hast. Wie hat sich das ausgewirkt dann? Ja, wir haben geglaubt, das Loch machen wir einmal voll und dann ist es vorbei. Aber dem war nicht so. Das heißt, dieses Loch ist wieder leer geworden. Zwar nicht ganz leer, aber man hat sie wieder vertieft, das heißt, die Bodenlebewesen haben im Prinzip die Kohle und die Terrabretter verzahrt. Wir müssen die jetzt eigentlich jährlich wieder auffüllen, sonst hätten wir im Prinzip lauter Löcher. Das heißt, du musst jetzt Loch nachgehen und wieder auffüllen. Ach. Und darum bist du jetzt auf die Idee gekommen, dass das breitflächig ist. Genau, es wird jetzt breitflächig ausgebracht, wenn das Gros schon ein bisschen länger ist. Ja, und hat die gleiche Wirkung. Hat die gleiche Wirkung, es dauert vielleicht ein bisschen länger, bis sie in tiefere Schichten kommt. Ja. Wie lange muss man das jetzt reifen lassen? Du hast gesagt, alle Monate soll man es vielleicht einmal umschaffen. Also wir machen das hauptsächlich über den Winter. Das heißt, da muss nicht wirklich ein Kompostierprozess passieren, ja, sondern da geht es hauptsächlich, dass diese Kohle im Prinzip aufgeladen wird. Ja, ja. Das heißt, wenn ich das im Herbst mache, so um diese Jahreszeit jetzt, ja, dann könnte ich es im Frühjahr dann verwenden. Genau, können wir es im Frühjahr verwenden. Ja. Ja, kommt da dann nichts mehr dazu. Das ist jetzt alles. Also Kohle, Urgesteinsmehl, Kompost. Man könnte aber, wie du gesagt hast, einen frischen Rasenschnitt dazu tun. Man könnte theoretisch auch Küchenabfälle dazu geben. Genau, ja. Man könnte Fäkalien dazu geben. Das heißt, wenn jemand ein Pferd hat oder der Kühe hat, dann kann man den Mist da einfach dann dazu mischen. Auch, gell? Also wenn wir es in größeren Mengen machen, machen es im Prinzip mit Pferdemist, Hühnermist und Kuhmist und wird mit diesen
Fäkalien aufgedüngt oder aufgeladen. Ja. Du brauchst in deinem Weingarten große Mengen, oder? Ja, wie viel machst du so über den Winter? Haben die 50 Kubik. 50 Kubik? Ja. Aber da brauchst du dann schon einen Bagger dazu. Du machst ja, nicht mehr den Schaufel. Bei uns wird das mit dem Bagger umgeschaufelt. Das denke ich mir, ja. Ja, dann schauen wir uns vielleicht noch an, wo du diese Terrabretter schon aufgebracht hast und wie das dann ausschaut. Ja. Das schauen wir uns jetzt noch an, gell? Ja, wir sind da auf deiner Kastanienanlage, Kastanienplantage, und da hast du diese Terrabretter schon eingebracht. Wie schaut das jetzt aus? Können wir vielleicht da ein bisschen aufgraben, um zu sehen? Man sieht schon, dass das üppiger wächst da. Genau, da ist es dann sieht man, da ist das schwarze Erde, und sonst kommt der Name nicht. Ja. Dieser Boden wird ganz, ganz fruchtbar dann. Also ja. Mit den gleichen Maßnahmen, beispielsweise wenn man einen Humusaufbau jetzt da macht, automatisch, wenn man diese Maßnahmen setzt, dann sieht man schon Regenwurm. Ja, und die kleinen Lebewesen vertragen das dann im gesamten Wein, im gesamten Obstgarten in dem Fall oder Kastaniengarten. Das geht dann noch weiter, Ja. Und das ist natürlich gut. Das ist auch ein Wasserspeicher, im Prinzip auch vor Austrocknung schützt es sehr stark. Ja, da sieht man die kleinen Lebewesen, in dem Fall ein größeres, nämlich ein Regenwurm, der sich da drinnen natürlich in dieser schwarzen Erde sehr wohl fühlt. Edi, wie oft müssen wir das dann machen? Wie oft müssen wir dann den Boden verbessern? Im Prinzip geht es nur um eine Bodenverbesserung. Das soll jetzt im Prinzip sehr langfristig sein. Das heißt, da geht es nicht um eine jährliche Düngung, sondern da geht es um eine langfristige Bodenverbesserung. Das heißt, einmal dieses Aufbauen, und dann im Prinzip sollte nichts mehr gemacht werden. Das heißt, dann selbstständig der Boden sollte dann selber weiterleben. Und wenn ich das daheim in meinen Hausgarten auftrage, ist im Prinzip komplett das Gleiche? Genau. Sprich, ich bringe das auf, tue ich dann umstechen oder wie tue ich da weiter, eigentlich braucht man nur mehr, durch den, dass die Erde sehr, sehr locker ist, braucht man da eigentlich nur mehr ein bisschen locker machen mit irgendwelchen Gabeln. Aha. Sonst braucht man eigentlich das gar nichts. Das würde reichen dann, gell? Ja. Und die Lebewesen fühlen sich wohl und dann natürlich auch dort die Pflanzen. Edi, Weltverbesserer habe ich gelesen. Was hat es damit für eine Bewahrnis? Ja, wir haben das Weltretter-Level. Da geht es hauptsächlich darum, diese Kohle, die was jetzt da im Boden eingebracht werden, ist im Prinzip ja ein reiner Kohlenstoff. Kohlenstoff ist CO2. Das heißt, dieses CO2 wird in den Boden eingebracht und es ist stabil. Das heißt, der wird über hunderte bis tausende Jahre stabil bleiben und ist eine Kohlenstoffsenke und gleichzeitig auch eine CO2-Senke. Das heißt, man kann im Prinzip CO2 aus der Luft, die Bäume nehmen das aus und im Prinzip bleibt dann die Kohle im Boden. Automatisch bleibt das CO2 am Boden. Ich habe im Prinzip zwei Sachen gemacht, ich habe den Boden verbessert und ich habe CO2 im Prinzip langfristig gespeichert. Mhm. Wenn jetzt der Seher unserer Sendung auf die Idee kommen, sie wollen das wirklich bei dir mal erleben, haben sie die Möglichkeit dazu? Können sie herkommen oder wie? Wir bieten so Weingartenführungen an und das beinhaltet im Prinzip auch die Terrabretter, weil es ist ein gesamtheitliches Arbeiten im Weingarten. Das heißt, geht einmal zuerst vom Boden aus, geht dann über die Pflanze bis in den Wein hinein. Was im Prinzip alles Auswirkungen hat, im Prinzip auf das Geschmacksbild des Weines, das fängt immer beim Boden an. Ja, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, so eine Führung im Weingarten mitzumachen, dann könnt ihr euch die Termine auf der Homepage anschauen, www.wein-dropper.at. Edi, ich sage herzlichen Dank für diese Einführung in diese interessante Geschichte mit dem Terrabretter. Und ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, freue mich schon wieder aufs nächste gute Achterlwein. Danke. Danke dir. Servus.